an den Produzenten. Politischer Film, keine Frage. Ich kann auch mit der eigenen Stimme, ja, also. Ja, ich bin erstmal sehr beeindruckt von dem Film. Also eine Thematik, besonders Afghanistan, finde ich viel zu selten bearbeitet bei uns in den öffentlichen Medien. Meine ganz praktische Frage war, das Gerät, die Fahrzeuge, die Uniform, hatten Sie da Unterstützung der Bundeswehr oder der Bundesregierung oder gibt es da Fördermöglichkeiten? Wie war da die Zusammenarbeit? Weil der Oberst hat ja nicht mit Ihnen gesprochen und die Beteiligung war da nicht so groß, aber wie war da der Bezug? Danke sehr. Das würde Boni jetzt beantworten, wo die Uniform herkam. Aber wir hatten keinerlei Unterstützung, um dem vorzugreifen von der Bundeswehr. Also diese Kostüme, Uniformen sind geliehen. Die hat Boni Hannemann unter Mühen aus Deutschland nach Marokko gebracht. Und die Fahrzeuge hat uns Karim, der Serviceproduzent in Marokko war, über das marokkanische Militär zur Verfügung gestellt. Richtig? Also ich würde es vielleicht noch ganz gerne ergänzen, weil also wir haben das im Abspann ja gesagt, also von Seiten der Bundeswehr gab es nicht nur keine Unterstützung, sondern man muss sagen, wir wollten auch keine Unterstützung, weil es in Marokko oder in einem vergleichbaren Land mit der Topografie Afghanistans auch keine Bundeswehrfahrzeuge oder Equipment gibt. Haben wir also auch nicht nachgefragt, aber wir haben gefragt danach eine Drehgenehmigung, Interviewgenehmigung mit den Soldaten und Offizieren zu bekommen, die dazu bereit gewesen wären. Aber das ist abgelehnt worden, die ganze Zeit und trotz langer Diskussionen und Nachfragen. Wie war die generelle Recherche über die Interviewbänder? Wie war die Recherche für die Möglichkeiten? Wie schwierig war es? Wie weit war die Recherche? Die Interviewbänder waren optimal. Sie meinen jetzt, dass was Sie im Untersuchungsausschuss gehört haben, gesehen haben? Generell im kompletten Film, wie war die Recherche? Also die hat sich irgendwie ja über 2 Jahre hingezogen und wir hatten sehr früh Einsicht in gewisse Protokolle und hatten dann auch relativ früh Zugang zu den Originalen der Piloten, also den Zweifel darin, also diese Aussagen der Piloten, die ja sozusagen den internen Funkverkehr abbilden und auch den unten mit dem Flugleitoffizier Wilhelm, das ist sehr umfänglich. Wir haben das dann sozusagen auf diesen Zweifel reduziert, den die ja sehr massiv vortragen. Die Betroffenen, die Interviews mit den betroffenen Afghanen, wie waren da die Begegnungen? Man merkt ja, der eine sagt ja am Ende noch, Oberst Klein, den würde ich hier, weiß den Wortlaut nicht mehr, aber man spürt dann noch sehr den Hass, der dort natürlich gegen Oberst Klein geht. Wie waren da die Begegnungen, als die deutschen Rechercheure oder Redakteure kamen, als man die interviewt hat? Wie war da die Begegnung? Oder? Die Interviews hat dann ein iranischer Kameramann gedreht. Wir konnten sozusagen an dem Tag der Abreise, sozusagen, also wir Bleichgesichter, konnten die nicht begleiten, und weil wir so ad hoc nicht zu versichern war. Und Reza ist Iraner und war unterstützt von dem Anwalt Karim Popal. Und ich glaube, da war ein relativ guter Zugang. Ich war total begeistert davon, von den ersten Bildern, die mir nachts geschickt haben. Und es lag auch ein bisschen alles an Abdulhanam, der 2 Söhne verloren, der jetzt auch klagt in Bonn gegen die Bundesregierung. Der hatte dann das auch ermöglicht, dass da auch Frauen mit hinkamen, was relativ ungewöhnlich war und was uns sehr gefreut hat. Man sieht das ja, die Dame Nesrin, die hat ja die Burka so ein bisschen nach hinten geschoben, wenn Sie mal hingucken, die blaue Burka, und erzählt dann ja sehr lebendig von dem Unglück der Nacht. Also es war ein sehr, sehr guter Kontakt. Wir haben die lange mit denen das angebahnt und haben gebeten, in ein Hotel in Kunduz zu kommen. Und da haben die Aufnahmen dann stattgefunden. Wir konnten leider nicht mitgehen. Also dann ein zweites Mal wollten wir runterfahren und wollten auch in den Häusern der Leute drehen, aber das ist sehr gefährlich. Das geht eigentlich nicht. Wie weit ist denn authentisch, dass Oberst Klein am Ende denn noch da in der Kapelle sitzt und wirklich
Ja, der saß nachher in der Kapelle des Lagers, das ist verbrieft. Ja. Also der, das war eigentlich noch ein bisschen dramatischer, der hat dann diesen Gefechtsstand verlassen und der Nordhausen hat dann nochmal in seinem alten Büro angerufen, anrufen lassen und gesagt, dem Oberst wird wohl nicht gut gehen, man soll sich mal kümmern. Das haben wir nachher rausgenommen und haben ihn dann praktisch in die Kapelle gesetzt, also in der er auch war in der Nacht. War er so gläubig oder ist er? Ja, ist er. Ja. Also wurde uns gesagt, wir haben ihn nie. Nie